Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und letztes Mal haben wir Hildir gefunden, nach ewiger Suche, aber die Suche hat sich gelohnt. Und währenddessen lief ja hier die ganze Zeit dieses Eierding weiter. Ich bin wirklich gespannt, wie viele Eier da mittlerweile unten liegen. Wollen wir mal neu auffüllen? Ich würde sagen, ja. Ich gehe mal kurz nach unten und hol mal neuen Stuff. Hier bei Croydas. Da höre ich sie schon wieder krähen. Hervorragend. Wir haben hier außerdem noch eine Beere, die packe ich mal weg. Und Gold. Hier. So. Und dann jumpen wir direkt mal hin. Ich bin wirklich gespannt, weil das muss jetzt so viel sein. Zapfi, oh nein. Zapfi ist vom Fass runtergekommen. Oh. Wie hat er das denn geschafft? Nein. Wir müssen den da irgendwie wieder raufkriegen. Verdammt. Weil ich wollte ja eigentlich nur Plusti haben. Und Zapfi, sobald er nicht mehr auf dem Zapfhahn ist, weil es ist ja unser Zapfhahn, muss er eigentlich geschlachtet werden. Mal gucken. Erstmal gucken wir nach den Hühnern, nach unserer Hühnerzucht. Ich drück mal auf V, damit wir das nicht aus Versehen aufsammeln. Halt. Wir wollen das doch aufsammeln. Her damit. Wie viele sind da eigentlich noch? 12. Fast aufgebraucht. So. Und hier direkt frisches Futter. Ich schmeiß da mal mehrere hin. Und nehme die weg, die nicht dicht dran liegen. Das, das und das. Das liegt sehr gut. Das mache ich hier auch nochmal. Oh. Da gab es auch einen Tipp, dass ich nach da gucken soll und dann rechts klicke. Das klappt tatsächlich. Jetzt habe ich genau den 42er. Nee, sehr gut. Der liegt nämlich top. Dann machen wir hier nochmal. Rechtsklick. Zack, zack. Die liegen beide zu weit weg. Ich glaube, ich schmeiße den 42er mal zuerst, damit der weiter vorne liegt. Und dann die anderen hinten liegen. Der da liegt doch super. So. Und hier nochmal ein Fuffi. Halt. Das gleiche nochmal. Den 42er. Oh, verdammt. Der lag jetzt genau richtig. Ja, sehr gut. Und jetzt gucken wir, wie viele Eier unten sind. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ich will schon die ganze Zeit wissen. Oh. Oh, Alter. Okay, ich muss wirklich zugeben, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so viele sind. Vielen Dank, liebe Hühner. So, mal gucken, wie viele Stacks sind denn das, Alter. Da kommen noch welche runter. Schön E-Spam. Wie viel haben wir denn? Wir haben schon 2 Stacks. Geil. Da machen wir gleich erstmal ein bisschen Omelette, wa? Lohnt sich ja scheinbar. Ah, jetzt haben wir hier eine Kante, wo wir die Eier nicht aufsammeln können, oder? Ich nehme mal alle auf, die ich erreichen kann. Da, das meine ich. Da liegt eins, was wir nicht sehen. Doch. Sehr gut. So, da kommt noch eins. Und hier liegt noch irgendwo eins. Ah, da. Ja, das ist natürlich doof. Ich habe jetzt das Brett hier hingemacht, damit die Eier, die von da kommen, gebremst werden. Und dadurch haben wir hier jetzt einen toten Winkel, ne? Ah, so geht. Gut. Und wir haben eine Ausbeute. Boah. Das freut mich außerordentlich. Wir gehen hindurch und laufen direkt hinunter. Schmeißen das direkt alles in die Kiste. Ich hau mir mal Brot rein. Huch. So. Hä? Hab ich gerade schnell einsortiert? Stapel platzieren, stimmt. Gibt's jetzt schnell einsortieren? Ne. Es gibt jetzt schnell einsortieren. Das ist ja richtig geil. Oh, ist das bequem. Okay, das ist sehr gut zu wissen. Aber ich habe das gerade mit einer Tastenkombi gemacht. Moment, das probiere ich nochmal. Was habe ich denn gedrückt? Ach hier, Umschalt E. Ist das geil. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen.
Ich liebe dieses Spiel. Permanente Upgrades, so will ich das sehen. Und apropos permanente Upgrades, wir haben ja hier unten jetzt schon ein bisschen von unserem Harz hier, von dem Eiter, nachproduziert. Ich glaube, eine letzte Kuche schmeiße ich nochmal an. Und wir könnten dann nämlich auch wieder ein bisschen Weichgewebe holen, ne? Ich schreibe das mal auf die To-Farm-Liste. Halt. Abbrechen. Kopieren. Einfügen. Das hier weg. Und Weichgewebe. So. Dann jumpen wir nach unten und füllen das nochmal auf. Ich glaube, das sollte dann aber auch genügen. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht genau. Ich will natürlich alles, was wir haben, upgraden. Und das bedeutet, alles, was von der Schwarzschmiede kommt, aber auch alles, was vom Galder-Stapel kommt. Das wiederum bedeutet, dass auch unsere Zauber upgegradet werden. Stimmt. Ich glaube, bei denen hier, das stand dabei, ne? Winter, der Ende aller Zeiten. Nein, Leute, nee. Stand da nicht bei, was... Einmal gestellt, der Schaden absorbiert. Abhängig von Fertigkeiten. Warte mal. Wenn ich mal hier rangehe. Und ich gehe mal hier auf diesen Stab. Stand das da nicht irgendwo? Irgendwo stand das doch, was das bringt. Zum Beispiel beim Totenbeschwörer. Da steht das. Verbessere deine Blutmagie, um sie zu verstärken. Werte den Schädel auf, um mehrere Skelette zu beschwören. Das heißt also, wenn wir den hier nochmal upgraden und den, können wir sogar drei beschwören. Und was bedeutet das für den Schutzstab? Abhängig von Fertigkeiten, wie viel Schaden absorbiert wird. Zeit 180, das wird sich wahrscheinlich erhöhen, ne? Das können wir dann sehen. Wir gucken mal, was brauchen wir denn dafür? Erstmal schmeiße ich das hier rein. Und halt das hier auch. Und den Zwergenstuff packe ich auch wieder rein. Und dann gucken wir mal nach. Wir brauchen einerseits die unvergänglichen Kerzen. Schick, schick. Und die brauchen 10 verfeinertes Eider. 10 Stück. Zack. Dann 3 von diesen Schädeln. Warum denn 3 von diesen Schädeln? Weil die auf Schädeln sind? Keine Ahnung. Scheinbar. 15 Harz und 10 schwarzen Marmor. So. Und 15 Harz. Easy. So. Hier. So. Und dann gucken wir mal. Da haben wir alles, was wir dafür brauchen. Und für den anderen. Von der Schwarzschmiede. Da gibt es auch einen neuen. Den hier. Schraubstock. Da brauchen wir 2 mechanische Federn. Haben wir noch. Sowie 8 Kupfer und 5 Eisen, die haben wir locker. So, 8 Stück. Und 5 Eisen. So, perfekt. Und dann würde ich sagen, reißen wir das da nochmal auf. Müssen wir ja. Dafür hole ich mir ein bisschen Holz. Für ein Gerüst. Das sollte reichen. Bauen das hier. Dann mache ich mal hier auf. Und hier dran. So und so. Und wir müssen wieder hinein. Ah, warte mal. Stopp. Ich mach das doch mal lieber. Ich gehe mal lieber hier lang. Und so. Und hier. Weil hier waren doch die Schwarzschmiede und der Galderstapel. Das weiß ich noch. Warum komme ich da nicht rein? Ach so, komme ich. Gut. Und dann machen wir Herstellung. Das Ding. Schön dicht. Achso, mehr Platz wird nötig. Ich habe mich schon gewundert, dass man das hier bauen kann. Wie sieht denn das aus, wenn man das bauen kann? Dann ist es so bläulich. Oha, das wird jetzt wieder lustig. Ich guck mal, ob hier irgendwo es blau aufschimmert. Aber dieses Regal ist im Weg, ne? Da ist das Ding im Weg. Ja, hier ist schon echt auf Biegen und Brechen zusammengequetscht. Komm schon. Es muss doch irgendwie gehen. Ja, hier ginge, ne? Ja, toll. Und der andere?
Der müsste ja irgendwo hier hingebaut werden. Ich reiß den nochmal ab. Ich trage zu viel, das stimmt. Hä? Achso, nee, 6 bitte. Ja, hier wäre das Einzige, was ginge, ne? Da ist es wieder zu dicht an dem. Oh, ich hasse das. Mit diesem Werkstattrondell, das ist echt immer ein Krampf. Ja, wenn ich das zum Beispiel so baue, dann glaube ich nicht, dass dazwischen was passt. Ich mache das mal folgendermaßen. Ich baue mal so. So dicht dran, wie es geht. Ja, das wäre hier. Warum? Weil der so dicht dran ist, ne? Glaube ich. Und da hinten dran, wie dicht wäre da? Das ginge bis hier. So könnte ich so. Hier wäre das dichteste. Und wenn ich drehe. Das geht nicht, ne? Shit. Ja, die Dinger brauchen einfach richtig viel Platz um drumherum. Leider. Also muss ich das so machen. Und so. Ja, Alter, das wird doch nix. Nein, komm schon. Wir kriegen es hier nicht reingestopft. Und den Galderstapel. Galdertisch hier, diesen Runentisch, keine Ahnung. Und wenn ich so sage, dass ich zum Beispiel so mache. Oder so in die Ecke. So. Und den hier hin. Da mache ich nochmal weg. Moment. So. Das nimmt viel zu viel Platz ein, ne? Kriege ich den hier nicht mehr zu zwischengequetscht. Nein, komm schon. Neue Ausbaustufe, Schwarzschmiede Stufe 3. Sehr gut. Ich habe auch überlegt, das ganze Ding hier einfach zu vergrößern. Aber ich finde es eigentlich ganz geil so und würde das eigentlich gerne so lassen. Stimmt, ich könnte es erhöhen. Das könnte ich mal ausprobieren. Halt. Ich mache mal hier so ein Pinöbel. So. Weil ich glaube nämlich, der Runentisch hat so eine Art, der hat nicht einen Kreisumgebung, sondern der hat eine Kugel. Ne? Also hier ist es, also wenn ich zum Beispiel sage, hier ist zu dicht dran, dann ist es vielleicht hier oben nicht mehr zu dicht dran. Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Da ist der im Weg. Hier könnte ich den hier drauf stellen. Ah ne, da ist ja der im Weg. Vergesst, was ich gesagt habe. So wird das nix. Ich mach mal die zuerst. Aber ich glaube, das ist völlig egal, welche ich nehme. Die brauchen alle gleich viel Platz. Die stopfe ich mal so weit rein, wie es geht. Ah, da sehe ich ja die Schädel. Die drei. So. Das sieht man jetzt bestimmt, ne? Das lilane Leuchten. So, hier mache ich jetzt ein Pinöbel. So zum Beispiel. Und dann gucken wir mal, ob das passt. Das ist hier nicht möglich. Kann ich den anderen, weil der kleiner ist, da drauf stellen? Das ist auch nicht möglich. Ich glaube, ich muss das erst abreißen. Ich mache den nochmal ran. Sorry. So. Und hier reiße ich mal kurz auf. So wie das und das. Ne, damit das hier oben darüber frei ist. Und wir hier den platzieren können. Wenn er mich denn lässt. Das wäre natürlich sehr nett. Nein! Dann ein Stück weiter hier rüber. So. Na komm schon. Ja! Hat geklappt. Sehr gut. Dann machen wir mal hier so ein Ding dran. Bauen wir das natürlich wieder zu, ne? So. Zack. Und
halt, warte mal, ist das überhaupt richtig gedreht? Oh, ich sehe nix. Das Brett ist falsch, ne? Ja. Nochmal. Hier gegen bitte. So. Und. So. Schon wieder falsch. Warte mal, brauche ich hier nicht eigentlich auch halbe? Ich glaube ja. Also einen hier dran. Einen hier dran. Und dann hier einen ganzen. Ja, das ist richtig. So. Und hier sollte jetzt hoffentlich genug Platz sein dafür. Hier vorne. Ah, komm schon. Verdammt nochmal. So. Schön dicht dran. Und den hier schön irgendwo hin. Schön dicht dran. Das gibt's nicht. Das ist zu weit weg, ne? Von der Schwarzschmiede. Ja, hier ist es erst wieder in Range. Und hier ist zu weit weg. Ja, gut. Ah, so geht's. Ja. Ja. Perfekt. Bauen. Das Ding. Und dicht gemacht. Dann reißen wir den ganzen Shit hier weg. Und haben das endlich beendet. So. Hier machen wir wieder den dran. So gedreht und den weg. Perfekt. Dann nehmen wir nochmal den Stuff hier mit. Oh, ist noch gar nicht fertig. Na gut. Dann machen wir weiter, bitte. Und wir holen sämtlichen Stuff, den wir brauchen, um unsere Stäbe abzugraden. Wollen wir erstmal pennen gehen? Ja, ne? Würde ich sagen. Ist irgendwie ein bisschen nervig, wenn es so dunkel ist. Also, hinauf. Ja, und was machen wir mit Zapfi, frage ich mich. Müsst ihr entscheiden. Haben wir jetzt ein zweites Haushuhn oder sollen wir Zapfi wieder auf das Fass bringen? Auf das Zapffass? Eigentlich schon, ne? Gute Nacht! So, guten Morgen und wir laufen direkt hinunter. Und machen erstmal unsere Stäbe, oder? Oder unsere Robe? Stimmt. Gut, dass ich Stoff mitgenommen habe. Also Stoff vorbereitet habe ordentlich. Hier. So. Gucken wir mal, was brauchen wir denn? Aufwerten? Achso, wir brauchen auch tatsächlich nur Leinen und Eiter. Zack. Mehr Eiter. Her damit. Oh. Tragen zu viel, naja, gut. Dann. Warte mal. Eiter gewobene Robe. Brauchen wir doch noch, ne? Federn und Schuppenhaut. Hä? Warum ist das gerade. Ach so, weil ich runtergerutscht bin. Hab mich schon gewundert. Schuppenhaut und Federn, gut. Holen wir eben Schuppen. Und Federn hier hinten. So. Dann sollten wir, glaube ich, alles haben. Hier liegt noch Stuff, ne? Kann ich nicht aufsammeln, weil ich überladen bin, glaube ich. So. Das wird abgegradet. Zack. Ich bin so ein Idiot. Ich habe sie gebaut. Oh Mann. Schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Gut. Wie auch immer. Das bisschen Eiter. Ah, wo so wenig Alter war das jetzt gar nicht. Habe mich ja schon gewundert, warum wir da mehr brauchen. Dann die hier kann ich einfach wegschmeißen. Die packe ich mal hier mit rein. Halt. Die einer. Und wir haben Stufe 3 Rüstung. Na, heiß. Das ist die Robe. Das ist die Hose. Zack, zack, zack. Sieht natürlich genauso aus wie vorher wahrscheinlich. Ich glaube, ja, man sieht die Upgrades nicht, ne? So, das hätten wir schon mal.
Dann würde ich sagen, nehmen wir uns als nächstes die Stäbe vor. Wir können auch theoretisch einfach am Galda-Stapel mal gucken, aufwerten. Die hier, ja, das sind die Stäbe jeweils. Oh, Yggdrasil-Holz. Das könnte knapp werden. Holz rein. Federn. Schuppen. Halt, da waren noch mehr. Eider. Packe ich mal wieder rein. Und Stoffe. Packe ich ebenfalls wieder rein. So. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das Yggdrasil-Holz raus. Zack, zack. Stimmt. Und ich kann mir jetzt auch angewöhnen, Shift-E zu drücken. Obwohl, da sortiert sich das ja immer nur hier ein, ne? Dann haben wir nachher ein ganz schönes Chaos bei uns in den Kisten, glaube ich. So, aufwerten. Was war das noch? Jeweils gefrorene Drüse, Surtlingkern, Blutklumpen und Skeletttrophäe. Nehmen wir erstmal Blutklumpen und Surtlingskerne und gefrorene Drüsen. So. Huch, was fehlt denn? Oh, ich habe nicht genug Eiter, natürlich. Das brauchen wir auch. Aber ich glaube, da müssen wir gleich ein neues produzieren, ne? Aufwerten. Zack. Und den Stab des Eises. Und was fehlt für den Stab des Schutzes? Noch mehr Eiter. Gut. Ich würde sagen, wir holen gleich nochmal Weichgewebe und neues Harz, ne? Bleibt nicht aus. Müssen wir. Also doch wieder in die Mistlands. Aber wir haben ja Gott sei Dank ein großes Areal entdeckt. Was uns ja entsprechend... Jetzt habe ich sinnlos den Totenbeschwörerstab gemacht. Wo die anderen eigentlich wertvoller sind, ne? Ich hätte zum Beispiel den Schutzstab eher machen sollen. Aber den Eisstab haben wir immerhin abgegradet. Gut, wir brauchen Yggdrasil-Holz und wir brauchen Weichgewebe. Ich nehme mal das letzte Weichgewebe. Ach ja, geht ja nicht. Hier sind noch gar nichts drin. Wollte ich es mal nutzen und dann ging es nicht. Da, Stapel platzieren. Und hier kann ich jetzt Shift-E. Shift-E. Sehr geil. Und Shift-E. Gegenstände verschoben 0. Ach so, natürlich, weil hier kein Yggdrasil-Holz drin ist. Hm. Da sollte ich immer mindestens einen Stack drin lassen, wa? Warte mal, was mache ich denn? Ich sollte vielleicht auch Eiter mitnehmen. Magie. Zack. Und dann holen wir das mal direkt, wa? Ich würde dann tatsächlich erstmal wieder zu unserer Base gehen. Und das Harz holen. Das dann direkt hinschmeißen und dann zu dem neuen Areal gehen, was wir gefunden haben. Und da die Schädel abklappern. Halte ich für eine gute Idee. Das bedeutet, wir bereiten uns vor. Da haben wir schon fast alles. Das hier können wir noch machen. Oh, geil. Und dann können wir gleich ordentlich Omelette machen. Mit den ganzen Hühnereiern. Oh, so soll das aussehen. So soll das aussehen. Sehr gut. So, Magie. Zack. Ja, das meine ich, ne? Mit Shift-E oder mit Stapel platzieren ist es nicht getan. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal alles reingeschmissen. Sozusagen, ne? Also lohnt sich eigentlich doch. Ich mach mal den so. So meine ich. Und den dahin. Dann reparieren wir mal kurz. Oh, vor allem, das müssen wir auch noch alles aufwerten. Puh. Okay, okay. Das wird interessant. So. Dann hier. Und hier. Sehr gut. Ich glaube, wir können dann auch nochmal pennen gehen, oder? Ich glaube ja, obwohl es sieht irgendwie aus, als ob es gerade morgens wäre oder mittags. Wo ist denn die Sonne? Da. Ja, es ist eher morgens. Also können wir, glaube ich, auch nicht schlafen gehen, ne? Nee. Alles klar, dann würde ich sagen, wir jumpen direkt in die Mistlands. Beziehungsweise erst einmal gehen wir zu unserer Mistland Base. Und holen Harz. Hier. Hier.
Und hier hinten. So. Zack. Perfekt. Und wenn wir gleich dabei sind, würde ich auch bei dem neuen Areal, was wir gefunden haben, direkt das Portal verschieben. Weil ich finde, dass das nämlich dort, wo wir das ja hingestellt haben, das ein bisschen zu weit weg ist. Wir schmeißen das Harz hier runter. Und wir gehen durch das Portal. Warte. Nee. Durch das Reiseportal, ne? Ja. Durchs Reiseportal. Perfekt, da sind wir. Und dann reißen wir das ab. So. Machen hier erstmal das Ding an. Und let's go. Stimmt, Pilze züchten können wir eigentlich auch mal wieder. Oh, und wir haben hier einen Yggdrasil-Wald. Die nehme ich mit. Weil wir es gerade brauchen. Also alles an Yggdrasil-Wäldern, die wir finden, sollten wir abgrasen. Bei diesen kleinen hier, bei diesen Ästen hier links, da gibt es glaube ich immer nur Holz, ne? Ja, hab nur Holz gekriegt. Toll. Und zack. So, ja, das normale Holz nehme ich jetzt auch mal mit. Das können wir immer noch wegwerfen. Da, ich probiere es doch mal. Ich glaube, das gibt nur normales Holz. Da war kein Yggdrasil-Holz bei, ne? Hm. Gut, wie auch immer. Oh, hier sind ja richtig viele. Top. Da können wir uns schön gut gütlich tun. Gutlich tun. Blut tut gut. Oh, wie knorrig dieses Holz auch ist. Irgendwie geil. Mag ich, wenn Bäume so chaotisch wachsen. Und nicht so straight gerade sind, wie so ein Nadelbaum zum Beispiel. Das haben Obstbäume sehr oft, finde ich sehr hübsch. So eine Birne oder so, oder ein Apfelbaum. So. Perfekt. Ja, und hier die Stümpfe lasse ich mal, ne? Weil die geben definitiv nur Holz. Das tun sie bei den anderen Bäumen ja auch. Warte mal. Was ist denn mit der Ausdauer? Kommt mir wieder nur so vor, dass es langsam ist, ne? Ich habe außerdem keine Tränke dabei. Ist das smart? Nicht so, ne? Sollte ich was dagegen ändern? Ich weiß es nicht. Wir haben ja zur Not hier noch ein anderes Portal, ne? Also, irgendwie möchte ich ganz gerne diesen Baumstamm haben. Ich sollte ihn erstmal runterschmeißen, ne? Ja, so, perfekt. Her damit. So, wie viel haben wir denn? 37. Naja. Theoretisch kann Nickel, können wir auch ein paar mitnehmen. Überlege ich gerade. Aber erst einmal das, was Priorität hat. Und das ist sowohl Yggdrasil, Holz, als auch Weichgewebe. Stimmt, wo ist denn hier der nächste Schädel? Hier, direkt nebenan. Aber das sind die bösen Zwerge. Ist das ein Camp? Ne, hier ist ein Camp mit einem Schädel. Hier ist ein Schädel, da ist ein Schädel. Perfekt. So. Und hier nochmal. Nein, 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 nein. Bleib hier. Bitte bleib hier. Da hinten lag noch Zeug, das hole ich gleich. Da war gerade Yggdrasil-Holz bei, oder? Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit geben die vielleicht doch Yggdrasil-Holz. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber gefühlt jedes Mal, wenn ich die abbaue, geben die normales Holz. Doch, da ist eins. Ich habe nichts gesagt. Gut. Dann sollten wir die auch abreißen. So. Nice. Das normale Holz schmeiße ich weg, genauso wie die Federn und das Harz. Hier haben wir noch einen kleinen. Da waren jetzt sogar zwei Yggdrasil-Holz bei. Glaube ich. Nee, nur eins, okay. Okay. Der ist hier drin, ne? Ah, da ist er, Gott sei Dank. Halt. Hier geblieben.
Dich muss ich noch zu Kleinholz verarbeiten. Bevor du mir hier wegrollst. Nein! Na egal. Solange sie nicht ins Wasser rollen, ist immer das Nervigste. Dann reißt man sich einen Arsch auf, um das Ding zu fällen und dann fällt es ins Wasser, man ist durchnässt. Und bei den künftigen Baumfellarbeiten hat man dann keine Ausdauer, das ist richtig dreist. Da war schon wieder Yggdrasil, das ist okay. Top.